Hallo, ich bin's mal wieder, Sven Lugotrotter. Worum geht's in meinem kleinen Video heute? Es geht um meine Weltreise mit dem Fahrrad. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Und mir bleibt wieder mal nur zu sagen, willkommen in meiner Welt. Erde. Ich bin am Nordkap. Feuer. Wasser. Tja, und da bin ich schon wieder. Ich habe es ja schon angekündigt, es wird ein Video geben zu meiner Weltreise mit dem Fahrrad. In den nächsten Wochen gibt es mehrere Teile. Heute starten wir damit, wie man überhaupt auf die Idee kommt, mit einem Fahrrad um die Welt zu fahren. In Zukunft gibt es dann Videos zu meinem Fahrrad, zur Strecke, zu meinen Erlebnissen, wie es mir ging und. Wir starten jetzt rein und ich wünsche euch gute Unterhaltung. Mit Sicherheit gibt es viele, viele Gründe, eine Weltreise zu machen. Der eine sagt, ich will andere Menschen kennenlernen, Kulturen, andere Vegetation. Der nächste will sich vielleicht nur selbst was beweisen, dass er es kann. Es gibt ja ganz viele Leute, die in irrwitzigen Zeiten um die Erde reisen, in 80 Tagen um die Welt, wie es früher mal hieß, ist ja schon lange nicht mehr aktuell. Es gibt Radfahrer, die sind in wenigen Wochen einmal um die Welt. Einige wollen sich selbst was beweisen. Es gibt ja nicht umsonst auch Leute, die so einen Ironman oder irgendwas machen. Einfach nur, um zu gucken, wo sind meine Grenzen. Leute, die gerne draußen sind und das nicht nur einmal am Wochenende oder für ein paar Wochen im Jahr, sondern wirklich sagen, ich will jetzt einfach mal erleben, wie es ist, längere Zeit draußen zu sein. Dann gibt es bestimmt auch Menschen, die sagen, Mensch, ich habe die Nase voll von der Zivilisation, ich will einfach mal landen. Wenn euch noch ein paar Dinge einfallen, warum man so eine Weltreise machen könnte, planen sollte, vielleicht plant er gerade selber sowas, schreibt es ruhig mal in die Kommentare, das interessiert mich immer zu hören, warum machen Leute so eine verrückte Sache. Das ist ja nicht verrückt, das ist ja was ganz Normales. Ein Fahrrad ist ein Verkehrsmittel, man kann damit überall hinfahren und draußen sein ist auch nichts Verrücktes. Und du bist ja nicht ab von der Welt, du fliegst ja nicht zum Mond, du bist auf dieser Erde, überall auf dieser Welt gibt es irgendwo einen Punkt, wo du dir was zu essen besorgen kannst oder zu trinken. Es gibt Gegenden, das ist schwieriger. Aber grundsätzlich sind wir hier ja nicht out of order. Hier gibt's alles. Und wenn es nur ein Fluss ist, aus dem man Wasser filtern muss oder sich von Pflanzen ernähren, keine Ahnung. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber eigentlich sollte es ja darum gehen, warum ich die Weltreise gemacht habe. Ich muss da ein bisschen ausführen, ich war schon immer unterwegs. Also es ist so, dass wenn man mich als Kleinkind gesucht hat auf dem Spielplatz, dann war ich mit Sicherheit schon auf dem Nachbarspielplatz. Ich habe also schon immer geguckt, was geht und was ist dahinter. Neue Leute kennenlernen auf einem anderen Spielplatz. Erstmal so Berührungsängste, was sind das für Leute? Und dann aber sehen, es ist gar nicht so schlimm. Und so ist es heute auch. Wenn jemand Angst hat vor so einer Reise, ist es ja meistens, was kann mir passieren? Was ist gefährlich? Sind da Menschen, die mir schlecht gesinnt sind? Ich kann euch sagen, ich habe ein einziges schlechtes Erlebnis gehabt auf 100.000 Kilometer. Natürlich muss man ein bisschen mit Bedacht rangehen, wenn man völlig unbedarft ist. Keine Ahnung, ob da was passieren kann. Ich weiß nicht, bin ich unbedarft. Ja, und Immer gereist. Solange ich denken kann, mit Motorrad unterwegs, getrennt, mit 13, 14 schon getrennt, Motorrad, viele Jahre im Tauchen weltweit unterwegs gewesen. Extremtauchen bis 105 Meter, hatte zum Schluss einen Tauchgang vorbereitet auf 130 Meter. Das machen dann wirklich nur noch wenige Leute. Also immer unterwegs, gereist. Viele Länder besucht, so mit dem Flugzeug, Zug, je nachdem, welche Möglichkeit sich mir bot. 2009 habe ich auf einem Tauchgang Probleme gehabt. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, wen es interessiert. Das steht hier alles in meinem Buch. Ja, das ist so eigentlich die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin zur Weltreise. Das steht hier eigentlich alles drin, wirklich die einzelnen Schritte von der Kindheit an, bis dann ein paar Tage vor meiner Weltreise. Das könnt ihr hier super nachlesen. Der Mann, das sieht man glaube ich ganz deutlich, hat einen Tumor im Kopf, der muss schnellstmöglich operiert werden. Das wurde dann auch gemacht. Das ging erstmal soweit gut, dass man die Hälfte rausnehmen konnte. Die andere Hälfte musste drin bleiben. Und drei Tage später gab es eine absolute Talfahrt. Das steht auch alles in dem Buch. Absolute Talfahrt, Intensivstation und ich war abgeschrieben. Für die Ärzte stand fest, der Mann ist ein Pflegefall.
der wird nie wieder reisen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mit meiner Frau im Ausland gelebt, als Tauchlehrer, wie gesagt. Ja, und man hat ihr gesagt, suchen Sie sich wieder eine Wohnung in Deutschland, suchen Sie sich wieder Arbeit in Deutschland. Ihr Leben hat sich jetzt, hier und heute verändert. Nach der OP gab es dann einen echt schweren Weg. 3 Monate in der Intensivstation, wie gesagt, dann mehrere Monate Reha, wo man es dann geschafft hat, dass ich überhaupt wieder sitzen konnte, weil ich habe nach 3 Monaten Liegen natürlich absolut keine Muskulatur mehr gehabt. Musste bei Null anfangen. Nach ein paar Wochen war es möglich, dass ich sitzen konnte im Rollstuhl. Und da war für mich klar, es geht was. Wo die Reise hingeht, war für mich nicht klar, für niemanden. Auf jeden Fall stand für mich fest, es ist schon mehr als ein Pflegefall. Ja, bin dann an einem Rollator dazu gekommen, irgendwie zu laufen. Hab dann angefangen, Muskulatur zu trainieren, Fahrrad zu fahren, mehr schlecht als recht. Und hab irgendwann festgestellt, okay, das Fahrrad hilft dir, irgendwo hinzukommen, wo du hin willst. Es war von dem Tag an mein neues Reisemittel. Ich hab gesagt, okay, wenn ich irgendwo hin will, dann mit dem Fahrrad. Diese Reise erstreckte sich erstmal nur auf Berlin und Umland. Und irgendeinen Tag habe ich gemerkt, Mensch, du kannst 100 Kilometer fahren. Und da war für mich klar, okay, ich kann wieder größere Sachen machen. Hab dann den Kopenhagen-Radweg und erstmal hier so Sachen in Europa. Bin an der Côte d'Azur rumgefahren, alles sowas. Und wer jetzt denkt, der Tumor in meinem Kopf war der Auslöser für die Weltreise, das war es noch nicht. 2011. Gab es einen neuen Schicksalsschlag. Ich habe vorm Spiegel gestanden, mich mal wieder so rasiert und dachte, Mann, was hast du hier für einen schwarzen Fleck? Bin zum Hautarzt, habe dem gesagt, gucken Sie mal hier, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Ab 40 gibt es Altersflecken oder Leberflecken, die werden größer. Wir nehmen das raus, schicken es ins Labor und in 14 Tagen kriegen Sie eine Meldung. Ja, nach ein paar Tagen habe ich einen Anruf bekommen. Da hieß es, kommen Sie mal bitte schnell her, wir müssen mal reden. Dann gefragt, kann man das nicht am Telefon machen? Nee, kann man nicht, Sie müssen herkommen. Endeffekt, schwarzer Hautkrebs. Und damals habe ich das noch gar nicht so schlimm empfunden, Hautkrebs. Bin dann nach Hause und habe ein bisschen recherchiert. Die Haut ist unser größtes Organ. Und von der Haut aus hat der Krebs ein leichtes Spiel oder ein leichteres als von anderen Organen. Er kann sich gut verteilen. Und da war für mich klar, ich habe 2 Krankheiten, die mich unter gewissen Umständen dahin raffen können. Damals war ich 45 und habe mir gesagt, wenn ich mit diesen beiden Krankheiten, 44, wenn ich mit diesen beiden Krankheiten 50 Jahre alt werden sollte, dann mache ich eine Weltreise. Ja, und das habe ich dann eben vorbereitet mit immer so größeren Touren um die 3.000, 4.000 Kilometer. Ich bin die Route 66 runter von L.A. bis Chicago, quer durch die Staaten. Bin gefahren von Helsinki, Russland nach Rumänien. Hab eine Tour gemacht von Rom, da habe ich den Papst getroffen, da bei einer Sonderaudienz. Ach so, weil ich immer noch viele soziale Projekte unterstützt habe für den Inklusionsgedanken. Ich bin selbst schwerbehindert. Sieht man so vielleicht auf den ersten Blick nur an meinem Auge, aber ich sehe alles doppelt. Hab Gleichgewichtsprobleme immer noch, Schluckreflexprobleme und visuell ist alles ein bisschen schwierig. Egal wie, ich habe dann, wie gesagt, angefangen, größere Touren zu machen, um die Weltreise vorzubereiten. Bin in viele Länder gereist, habe Japan besucht, habe schon vorab überlegt, wo könnte es Schwierigkeiten geben. Ich dachte, wie ist das mit den Schriftzeichen in Asien? Ha? Kannst du da dich überhaupt orientieren? Findest du Städte, wenn du nicht lesen kannst, wo es hingeht? Musste feststellen, es war alles immer irgendwie noch auf Englisch mit ausgeschildert, also praktisch mehr oder weniger so wie hier in Europa, auf Englisch ausgeschildert. Die Japaner, ein super, super nettes Volk. Ich bin von einem Fettnapf in den anderen getreten. Die haben eine ganz andere Kultur. Ganz klar, da kann es dann schon mal passieren, dass dir irgendwas misslingt, was du denkst, das muss so sein. Ist ja in deiner Kultur auch so. Das stellt man ja immer wieder fest, wenn man irgendwo anders hinfährt, dass Kulturen anders sind. Das ist das Spannende. Und dass Menschen auch anders sind. Überall anders, herzlich, überall. Aber anders, sie sind, selbst wenn du bei uns in Deutschland unterwegs bist, oben an der Küste,
ein bisschen reservierter, kommst du dann mehr so ins Mitteldeutsche, in Ruhrpott, sind die Leute für mich, meine Erfahrung, sehr offen. Österreich, die kommen auf dich zu, also unterschiedlich. Und so ist es auf der ganzen Welt. Das habe ich, wie gesagt, durchgemacht. Ja, also zwei Gründe. Einmal, ich habe gesagt, wenn ich 50 werden sollte, meine Weltreise. Und der zweite Grund ist, dass meine Frau es echt schwer hatte. Ich habe nur auf der Intensivstation gelegen. Man hat versucht, mich irgendwie am Leben zu halten, mit Schläuchen im Rachenraum, erst durch die Nase ernährt, dann über eine Sonde. Also unglaublich, wie man so Bilder kennt von einer Intensivstation. Ja? Angeschlossen an 1000 Drähten. Ich kam mir vor wie in der Matrix, das beschreibe ich in dem Buch auch. Ja, und habe aber echt gedacht, okay, als ich dann wieder denken konnte, anfangs war ja alles wie ein Traum. Ab und zu bin ich mal hochgeholt worden von den Medikamenten, die mich völlig runtergebracht haben, um zu sehen, was kann der überhaupt noch, kann der seinen linken Fuß bewegen und, bewegen Sie mal die Hände. Alles sowas haben die damit getestet. Ja, und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, eigentlich hat es deine Frau viel, viel schwerer als du. Weil du liegst hier, kannst nichts machen, aber sie muss eine neue Arbeit besorgen. Sie muss neue Wohnung besorgen. Ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung. Schwierig, die musste unsere ganzen Sachen aus Ägypten irgendwie holen. Dort sagen, wir kommen nicht wieder, wir arbeiten nicht mehr bei euch. Mein Mann hat einen Hirntumor. Weltweit haben die Leute uns geschrieben, weil wir kannten ja viele Menschen, die bei uns tauchen waren oder die wir auf Reisen kennengelernt haben. Die hat Mails beantwortet. Dann noch, wenn du so und so schon am Boden bist, anderen Leuten Auskunft zu geben, das war alles für mich ein Punkt, wo ich dachte, pff, okay, die arme Frau. Ich lache jetzt, weil sie ist super stark. Sie sieht es vielleicht nicht so, ich sehe es so und habe mir überlegt, okay, du musst auch ihr beweisen so ein bisschen das, was geht. Dass trotz deiner Behinderungen und deiner Einschränkungen du immer noch an ihrer Seite stehen kannst und immer noch mit ihr verrückte Sachen machen kannst, wie was viele Jahrzehnte vorher schon gemacht haben. Und deswegen eigentlich die Weltreise. Ja, das war so der erste Punkt. Warum bin ich überhaupt auf die Idee gekommen? Als nächstes wird es dann so Sachen geben wie mein Fahrrad. Wie habe ich mein Fahrrad konfiguriert? Ja? Mein erstes Fahrrad, was ich für Reise gemacht habe, das ist das da. Das ist der Donkey. Natürlich hat das Fahrrad einen Namen. Das nächste, das hängt hier in der Ecke, das habt ihr vorhin im Vorspann im Hintergrund gesehen, das ist der Donkey Junior. Da habe ich alle meine Erfahrungen, die ich mit dem Bike gemacht habe, einfließen lassen. Alle Verbesserungen, die ich mir habe einfallen lassen, die ich mir anfangs nicht leisten konnte, die sind damit reingeschlossen. Es wird Sachen geben, wo habe ich überhaupt geschlafen, wie habe ich mich ernährt, wie habe ich meine Route geplant, wie ist das alles so gewesen. Also es gibt jetzt so Step by Step immer wieder neue Teile und wen es interessiert, der lässt einfach ein kleines Abo hier und betätigt die Glocke und dann kriegt ihr ja immer eine Meldung, wenn es ein neues Video gibt. Dann bleibt ihr also immer up to date und seht, okay, wie ging das vor sich. Ich danke euch wieder mal recht herzlich. Wer noch andere Videos von mir sehen will zu Fahrradreisen, die verlinke ich hier immer so rechts und links. Zu Fahrradreisen, da packe ich euch ein bisschen was rein. Ich habe ja ganz viele andere Sachen noch gemacht. Ja, und wer sagt, das war cool, einen Daumen hoch. Und bis die Tage. Tschüss.